Hey Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinite Burial at Sea. Guck mal, hier oben kann ich noch langflitzen. Hui! Ja, letztes Mal haben wir das Väterchen Frostplasmid bekommen und können nun weiter dort, wo das Wasser zu gefrieren war. Ach, guck mal, mein Winterschild habe ich jetzt aktiviert, seht ihr? Platsch. du hast Wasser verschüttet. Deswegen steche ich dich ab. Bling! Tot. Das ist immer so... Ja, weiß nicht. Immer so lustig karikativ nachgestellt, aber im Prinzip sind schon böse Sachen, die da geschehen auf den kleinen Filmchen. Habe ich hier noch irgendwas? Ich höre dich schon. Warum hast du mich jetzt nicht gesehen, bitte? Aua! Yes! Hier, Bumps! Alles klar, dafür gibt's auch noch ein... I know you're the client and all, but I've gone about far enough without a few answers. My purpose here is none of your concern. Consider me a means to an end. Then why do I get the feeling I'm being set up? I told you I'm in collections. An account is in arrears. My clients simply want to see matters set to right. Don't make any sense, that's all. If you don't like the arrangement, the bathysphere's back that way. Was spricht dagegen, kleine Mädchen zu retten? Ich meine, das ist doch eigentlich Ehrensache, dass man Kindern hilft. Und sie nicht im Stich lässt. Vorne blinkt was. Achso, das ist der Hebel. Habe ich hier noch was im Safe-Kolosche? Ich glaube, ne. Okay. Das brauche ich nicht. Na gut, damit hätten wir unser Winterplasmid. Letztes Mal haben wir das ja schon bekommen und können nun weiter. Ich freue mich schon darauf. Hoffentlich geht's noch eine Weile, weil ich habe jetzt schon einiges an Spielzeit mit dem Ding verbracht und wenn ich höre... Oh, ein Samurai. Was? Warum? Und wenn ich höre, es geht nur 2 Stunden. Das macht mich ja schon ein bisschen traurig. Ja, du Arsch. Und. Danke. Danke, danke, danke. Au, Vorsicht. Kumpel, kannst du mal stehen bleiben? Ja, ist gut. Och Mann, warum weichst du denn aus, du? Willst du nicht draufgehen? Ich biete dir eine einmalige Gelegenheit, nämlich von mir vereist zu werden. Ist gut, Lizzie. Hallo, warum kann ich das nicht nehmen? Du Arsch, hör mal auf jetzt. Hier. Und. Was hat der denn da für Bände? Ja, warum habe ich die eben die ganze Zeit nicht genutzt? Ich habe immer wieder F gespammt, nachdem ich E gedrückt hatte. Naja. So. Einfach viel zu wenig Beef gibt hier. Ein Samurai. Oha. Der hilft mir jetzt? Ernsthaft? Das ist ja cool. Ja, wie gesagt. Kann ich die Waffen hier irgendwie tauschen? Geht das? Ich möchte gerne nicht mehr den Karabiner. Ich möchte... Ja, ich möchte einfach meinen Colt zurück. So. Okay. Frostmod. Na, okay, das ist... Das ist alles nur Verlängerung oder halt eben den Effekt erweitern, aber... Oder verstärken. Gesundheit minus Eve. Nö. Schade. Dann geht's halt wieder runter. Hui! Heppala. So, ich glaube, am schnellsten geht's, wenn ich jetzt hier mit dem Aufzug nach unten fahre, oder? War da vorne noch was? Nee. Na komm, Liz. Na? Hast du nichts zu sagen? Du bist so schweigsam, meine Liebe. Guck mal, auf einmal gibt's überall Risse. Das ist ja schon kurios. Vorher waren die nicht da. Do it. Ach, jetzt gibt's hier Eve auf einmal. Hoppsala. Was? Flop. Interessant. Aber ihr wisst ja, wo ich noch hin wollte.
Das haben wir ja letztes Mal auch noch gesehen hier. Ja, ich weiß, ich muss davon weg, aber... Ja. Do it. Now. On it. Damit hätte ich nämlich schon meine Brücke. Na, Kumpel. Ich hoffe, dir gefällt's hier. Yes, und ich hab den Erfolg. Oh. Hier. Hab was für dich. Und lol. Er schneidet den einfach die Kehle durch. Ich dachte, das... Ich dachte, der bricht ihnen immer irgendwie das Genick oder so. Hier. Ein Samurai. Da gibt's wohl nur Munition, oder wie? Ah, nee, da kann ich hier schön die Waffen upgraden. Was ist das denn? Beschleuniger-Mod? Langsam-Kochen-Mod? Bewirkt, dass die Mikrowelle Feinde zusätzlich verlangsamt. Okay. Das ist übrigens genau dieselbe Stimme wie in der Bioshock von früher. Also auch in der deutschen Version, meine ich. Haben die ja nicht geändert? Interessant. Na gut, ich meine, die spricht eh Mexikanisch, wollte ich schon sagen. Spanisch. Ja, Mexikanisch ist auch eine Sprache. Habt ihr nicht gewusst, ne? Nee, ist es auch nicht. So. Was hole ich mir denn? Natürlich. Nice. Ja, sehr nice. Haben die den... Ich wollte schon sagen, warum haben die den hier festgekettet? Ist das hier am Boden? Oh, von dem hatten wir ja schon was. Weiß. Even the whole ice sculpture fiasco is just gonna bounce off you, didn't you, Ryan? Well, you ain't made of rubber. You got your circus of values selling your goods, security devices protecting your property. You think you own them, but you don't. I'm learning how to turn your creations against you. I promise you one thing. Machine gun bullets. Don't bounce. Na, weißt du nicht. Das weißt du nicht. Das ist der Samurai. Ich dachte eben, was gibt hier so komische Geräusche von sich? Oh Gott, da ist immer dasselbe. Mist, ich habe kein Eve mehr, sonst hätte ich den jetzt auch noch schnell beherrscht. Na, ist sowas. Was mit dir nicht ist? Ordnung. Na, ist klar. Ja, gib mir die Waffe. Ah ne, ich muss erst nachladen. Zack, zack, zack. Oh Mann. Dieses blöde Teil, ne? Ah ja. So. 7 von 10. Ich brauche noch ein paar mehr, um das Ding zu erhalten, aber ich möchte gerne das Achievement auch noch haben. Do it. Ach komm. Ach so, ich kann die gar... Wie kann ich denn Waffen wechseln? Ich meine... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Noch mal ein bisschen Geld. Was ist da denn? Ja. Warte mal, die Taschen kann ich da auch noch... Nö. Kann ich nicht. So, warte mal, dann komme ich mir erstmal die Schrot ein bisschen. Was? Nur 8 Schuss? Das ist doof. Das ist echt doof, Leute. Das ist echt doof. Na gut, dann gehe ich halt weiter. Was bleibt mir anderes übrig als... Na, das ist echt doof jetzt. Warum so wenig Schuss? Ich meine, die habe ich doch ruckzuck verballert. Wenigstens 20, aber nicht 8. So. Ne? Das war's? Ach ne. Komm, noch ein bisschen mehr. Gib, 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 gib. Gib, 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 gib. Gib mir Eve. Das reicht doch nicht. Gib mir noch was. Ja, danke. Noch mehr. Komm schon. If Sally's not your daughter, what's she to you? Why risk life and limb? This is part of the job. You owe me no explanation. She's just another orphan.
After Fontaine went down, City was lousy with him. And? I don't know. You have a reason for every stupid thing you've ever done? She started showing up. Looking peaked. More fool me to feed the brat. Should have known she would never leave. How did you lose her? It's none of your business. Oh, Mann. Ich denke mal, aber die beiden, die werden wieder auftauchen, so wie es auch schon vorher der Fall war. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Hallo? Achso, ich bin voll. Ne. Das Ding spuckt immer noch Eve aus, finde ich voll lustig. So, Liz, was ist da unten denn los? Oh, Mann. Fontaines. Aha. Geld, Geld, Geld. Reicht das, um mir ein Upgrade zu kaufen? Was? Spielt von ganz alleine das Teil. Pavilion Station. Du lebst doch noch. Du lebst doch noch, wenn ich das schon sehe, wie du da sitzt. Doch nicht. Was, Boo? Mr. DeWitt, grab that lockpick. Hä? Welches? Ich sehe da kein Lockpick. Oh oh. Liz? Wo siehst du hier ein Lockpick? Ach, vielleicht da. Ja, sie hat gute Augen. Bessere als ich im ersten Moment. Aber ich bin ja ein bisschen hartnäckiger. Ich schaue ja öfter auch mal nach. Nix. Geld. Klamotten. Hosen, Todesfallbonus, Nahkampfkills spenden eine kleine Menge Gesundheit, Nahkampfexekutionen spenden eine große Menge Gesundheit. Okay, ich weiß gar nicht, soll ich? Was habe ich denn als Vergleich? Warum ausgerechnet das? Warum ausgerechnet die Waffennachladegeschwindigkeit? Na komm, ich nehm's, oder? Ich meine, ich mach's sehr oft im Nahkampf, ich nehm's einfach und rüste es auch aus. Das wird mir zwar ein bisschen fehlen, diese schnelle Nachladegeschwindigkeit, aber das... macht das Ding irgendwie schon wieder wett, denke ich. So, warte mal. Ja, ich gehe nochmal zurück. Ich weiß, upsala, was war das? War mal kurz gehangen. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das nächste Mal noch herkomme. Von daher hole ich mir das hier. So, und dafür... Nee, warte mal. Ich kann es ja eigentlich auch so wechseln. Ja, das ist eine Möglichkeit. So, machen wir es so. Mit Q kann ich das ja schnell umschalten. Das ist eigentlich voll praktisch. Aber das ist wieder so ein bisschen konsolenmäßig. Kommt mir das vor. Oh Mann. Ja, magst du vor? Ladies first? Nein? Okay. Da gibt es übrigens eine, eine interessante Regel. Man soll nämlich immer vorgehen als Gentleman, um der Dame oder beziehungsweise um die Blicke der Menge vor der Dame zu schützen. Also, ja, ihr wisst schon, dass die Dame nicht sofort von allen begafft wird. Soll man als Herr immer vorgehen. Und eigentlich wird es ja andersrum gelehrt. Aber nur so am Rande. Auf Entdeckungstour. Was ist denn hier nicht richtig? Oh. Das macht mir ein bisschen Angst. Something about you doesn't sit right. Yes? Wouldn't peg you as the rapture type. Not even a little. If you mean I have no interest in joining the Andrew Ryan book club, you'd be right. Just another set of fanatics with a different set of books. Oh man. I gamble. What? You asked me how I lost Sally. I gamble. Took her somewhere a kid's got no business being. I was winning. In a place like that, you don't let a kid out of your sight. But you did. Yeah, and here we are. But the million-dollar question is, what's she to you? I have an interest in reuniting you with her. Isn't that reason enough? Das ist in der Tat verwunderlich. Warum will sie die beiden wieder vereinen? Was verspricht sie sich? When he said this is where we'd find Sally. I can only imagine what they would do with a child in a place like this. Cohen's halfway to Splice Town. Probably thought putting a child in prison would be high art. The sooner we find her, the better. Da hast du wohl recht, Lizzie.
Come on so. Out there! Papa's got all sorts of plans. Aufhören! You come out and take your medicine! Yeah. Oh, das war schon ein bisschen, was ich jetzt bekommen habe. Sehr gut. Sally, come out of there. I can't see her. Oh, sie ist doch schon eine Sister. Das hört man doch an ihrer Stimme. What are you doing? This is a schematic for the venting system. It shows there are more vents like this one in electronics, the bistro, returns, the book department and the appliance show floor. So? If she's in there, there are only six vents she can come out of. Wollen wir die verschließen? Ich wollte es gerade sagen. All these vents are connected to the central heating unit. If we close them off and turn the heat up, she'll be forced out through the central exhaust. It's the only exit. You want to burn her alive? No, we just make it hot enough to flush her out. You can't do that. Look, either we find her, or one of those splicers will. All right. Where are the other vents? Up ahead. Oh Mann, liebe Liz, das ist in der Tat ein bisschen radikal, finde ich ja fast. Oh, Erdnüsse. Mm. Lecker, lecker. Noch ein Apfel hinterher. Zuckerwatte. Ich esse ja lieber, wenn sie aus der Mülltonne kommt, aber wenn sie auf dem Boden liegt, ist das auch okay. In der Mülltonne hängen immer so ganz viele leckere Sachen dran. Mm. Köstlich. Oh. Der arme Kerl. Wahrscheinlich seine Frau verloren und hat sich dann umgebracht. Und das wird sie vielleicht sogar sein. Tragische Schicksale. Man weiß ja nie, was sich die Leute davon versprechen, wenn sie nach Rapture kommen. Try the Wonder Box. Aha, The Magic of Color Television. Gab's das damals schon, 1958? White Oats. Ist der an den Tisch gekettet? Wahrscheinlich soll das so ein bisschen gegen diese Paraderolle sprechen, dass der Mann einkauft. Dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause einfach sich um den Haushalt und die Kinder kümmert. Wahrscheinlich hat hier schon so ein bisschen eine Revolution stattgefunden, in dem Sinne, dass eben die Geschlechterrollen nicht mehr so klar definiert waren wie früher noch. Also in Nicht-Rapture. Ihr wisst schon, was ich meine. Need some help with this. Let me see. It's done. An sich sind die Ansichten gar nicht so schlecht. Wie gesagt, Homosexualität wurde akzeptiert. Dass die Frauen eben auch arbeiten dürfen. Come on, love. Oh, Mickey just wants to give you a little squeeze. You don't want to disappoint your old uncle now, do you? You come out of there! Ain't no fair keeping that tasty atom locked up in your stomach. Ain't no fair. Quiet, you yegg. She comes out for the honey, not the vinegar. Oh, schlecht gezielt. Au, hau mich nicht. Was ist denn das für ein Typ? Wer bist du für einer? Egal, du bist auf meiner Seite. Aua! Warum konnte ich auf einmal nicht mehr laufen? Ernsthaft, ich konnte nicht mehr laufen eben. Kein Geld mehr. Ja, danke, Liz. Die Spritzen scheinen ja ganz schön teuer zu sein. Ach, da ist ja noch Geld. Ha! Ich hab wieder $2. Was passiert eigentlich, wenn ich keins mehr hab? There's another vent. Close it. Ja, gleich. Lass mal die Penner hier ausschalten. Was ist hier los? Ja, du Arsch. Ach, das ist ja auch so ein Väterchen Frost hier. Meine Güte. Ja, die haben Dietrich dabei. Lizzie, der hat den Dietrich. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, bevor ich den Vent zumache und wahrscheinlich wieder irgendwas damit auslöse, werde ich hier den Part noch einmal beenden. Es geht ja noch ein bisschen weiter und ja, ich weiß, mit meiner Spielweise werde ich das vielleicht auch noch ein bisschen weiter so führen. Also, dass das Addon nicht zu schnell vorbei ist, aber ehrlich gesagt,
Ist mir's auch lieber so. Ich bin froh, wenn es noch ein bisschen geht. Und ich bin ja sehr gründlich. Das seht ihr selbst. Liebe Leute, ich würde mich sehr freuen auf eine Bewertung auf das Video. Schreibt mir vielleicht noch was Nettes drunter. Und dann geht's morgen weiter mit Bioshock Infinite: Burial at Sea.